Aber nachdem wir Jurassic World 1 bekommen haben, wo der Velociraptor auf dem T-Rex rumhüpft und dann wie bei den Prima Stadtmusikanten, die sich so stapeln und dann greifen sie den Dominus Rex an, seitdem erwarte ich da doch wirklich keinen extremen Realismus mehr, oder? Das ist ja auch vollkommen okay. Rexy kann den Giga nicht alleine besiegen. Das wäre auch wieder Quatsch gewesen. Die ist ja schon viel zu alt. Aber man hätte wirklich sagen können, okay, wir brüsten uns gerade wirklich damit, dass das das große Finale ist. Wir bringen alle alten Bekannten wieder. Man hätte einfach den Spinosaurus nochmal holen können. Jurassic Park hat sich immer sehr damit gebrüstet, was sie auch gut gemacht haben, CGI und Animatronics sehr gut miteinander zu kombinieren. Das heißt, die haben bei Nahaufnahmen Animatronics benutzt und bei Fernaufnahmen eben CGI. Und das haben sie bei dem Kampf hier auch versucht. Da haben sie versucht, Nahaufnahmen mit Animatronics zu machen und Weitaufnahmen mit CGI. Und das ist halt echt, wenn du das so siehst und du denkst dir, wie sie am Ende bestimmt bei der Abnahme gehockt haben, haben sich so alle gedacht, das können wir so nicht lassen. Wir schauen uns die auch gleich mal an, die Deleted Scene. Da siehst du auch eine Stelle aus dem Trailer, die man im Trailer zu Jurassic Park 3 gesehen hat, in der der Spinosaurus dem T-Rex so mit der Pranke so auf die Schnauze haut. Und das war halt die animatronische Figur. Und das sieht sehr schlecht aus im flüssigen Kampf. Dann, wir gucken da gleich mal rein. Erstmal ganz kurz hier nochmal den Kampf. Und ich meine, der T-Rex war der Erste, der zugebissen hat. Und da sagen eben viele Leute, ab jetzt wäre der Kampf eigentlich schon vorbei. Und ich sag ja, wahrscheinlich schon. Ja. Hier sagen jetzt Experten, ich nenne jeden Experten, der einfach sagt, er hat ein Buch über Saurier geschrieben, sagen, der Kampf wäre hier vorbei. So let's see what that is. 4 tons T-Rex leaping out onto prey and smack! Also, das wäre auf jeden Fall der Moment gewesen, wo der T-Rex den Spinosaurus eigentlich flachgelegt hätte. Nicht, also platt gemacht hätte. So, es gibt halt keinen Grund, warum er hier nur so lasch zugebissen hätte, ja, so. Ja. Hier ist die Extended Scene, die machen wir mal. Da ist nämlich alles mit dabei, das, was wir im Kino gesehen haben, plus eben dazu geschnitten, was rausgeschnitten wurde. Ihr wisst, wie ich das meine, glaube ich. Dann haben wir jetzt nämlich hier die Szene, die wir jetzt schon kennen, die gibt es aus irgendeinem Grund nur in 480p. Achso, macht ja Sinn, klar, weil die Deleted Scene auch nur in 480p ist. Deswegen. Und da wurden eben jetzt die herausgenommenen Szenen des Kampfes mit eingefügt. Wir gucken uns die gleich auch nochmal so an. Das kennen wir noch alles so, ne? Das ist noch genau wie auch im Kino. Ach, es geht alles so schnell. Und jetzt haben sie halt versucht, von dem CGI einen Schritt zurückzugehen und eben die Animatronik zu zeigen. Und das sind ja geile Animatronics, aber ihr merkt schon, dass da einfach der Fluss so unterbrochen wird, ne? Weil die sich eben gerade noch bewegen, hier. Und die Animatronics können logischerweise halt nicht so flüssig laufen oder beziehungsweise hier noch gar nicht laufen. Und deswegen hat man eben gesagt, ah, das sieht so ein bisschen seltsam aus. Das stimmt schon. Das hätte man mit drin lassen können, eben, finde ich. Ja, das ist noch zu viel angebrüllt. Die Szene haben wir jetzt auch nicht im Film gesehen. Die CGI, die wurde aber rausgeschnitten. Oder beziehungsweise wurde die Szene gesetzt. Oh Gott, geht das alles schnell. Das ist eben die. Das hier ist die Schelle, die der T-Rex auch im Trailer abbekommen hat. Die hat man auch gesehen im Trailer zu Jurassic Park 3. Ich glaube, das war es jetzt sogar schon mit den Deleted Scenes. Seien wir bekommen noch eine, wo Rexy tot ist. Entschuldigung, nicht Rexy. Nicht ausflippen. Nicht ausrasten, es war ein Fauxpas. Nee, bekommen wir nicht mehr. Also, ihr merkt schon, es gab Gründe, warum man gesagt hat, nee, komm, lass das mal.
Lass das mal nicht so machen. Obwohl, ich finde die Animatronics wirklich eindrucksvoll. Die sind schon wirklich geil. Und die Szene hier, die wurde einfach nur ausgetauscht, weil wir im richtigen Film sehen wir, wie Rexy zubeißt und dann ist der Spinosaurus auf der anderen Seite und packt sein Genick. Und hier sehen wir jetzt, wie der T-Rex nur mit dem Schwanz nochmal nach dem Spinosaurus schlägt. Achtung. Da, zack. Ja, da wollte man einfach zu viel. Hat sehr wahrscheinlich auch einfach viel zu viele Szenen abgedreht und wusste dann nicht, wie man das Ganze jetzt zusammenfriemeln sollte. Du sagst nochmal Rexy und es kracht hier wirklich, ey. Es kracht hier gleich echt, Mann.